Shalom Aleichem, a guten Erev Shabbos, Parashat Vayera. Stell mal vor, steht ein Bettler auf die Straße und bettelt Geld. Kommt eine alte Dame, 90 Jahre, und sie gibt ihm Essen und Trinken und ein kleines Tzedakah. Und er sagt, meine Dame, ich wünsche dir nächstes Jahr, dass du bekommst ein Kind. Wie ist die Reaktion von dieser Frau? Sie schmunzelt, oder? Was, 90 Jahre? Gibst du mir ein Kind? In unserer Parascha gibt es ein Wunder. Kommt ein Engel zu Sarah, sie gibt ihm Essen und Trinken und er sagt, siehst du diese Kritz auf der Wand mit der Sonne? Nächstes Jahr, wenn die Sonne wiederkommt zu diesem Kritz, ule Sarah ben. Sarah bekommt ein Kind. Und Sarah hat nicht geglaubt, sie hat geguckt, ich werde Kinder bekommen. Und da hat gesagt Abraham, Hai Hashem, Hai Paleme Hashem Davar, es ist für Hashem etwas schwierig zu geben, Sarah ein Kind. Mer Bitachon, wenn Sarah kann bekommen ein Kind mit 90 Jahren, können wir auch Shalom haben in Israel. Oder Bitachon muss man haben. Shkoyach, Shabbat Shalom.